Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und am 31. Mai und 1. Juni findet das Rage Against Racism in Duisburg statt. Ein Festival, das sich den Kampf gegen Rassismus auf die Fahne geschrieben hat, und es ist umsonst. Und draußen finanziert sich über Getränke und über Merchwork auch überall sowas. Kommt vorbei, trinkt das ein oder andere Getränk, kauft euch ein T-Shirt, kauft euch sonst was da, aber kommt vorbei, unterstützt den guten Zweck. Und wenn ihr euch musikalisch drauf einstimmen wollt, ich habe eine Spotify-Playlist dazu erstellt, findet ihr unten in der Infobox, sind 2 Lieder pro Artist dabei. Also unbedingt reinhören, aber jetzt stelle ich euch erstmal die Bands vor, die da spielen am Freitag. Machen den Anfang Darker Half, danach gibt's Asphagor, danach Abbey Falls, December Noir und den Headliner am Abend machen Freedom Call, die mit ihrem aktuellen Album unterwegs sind. Ich muss gerade mal nachschauen, wie es heißt. Es heißt Silver Romans. Album kam erst vor ein paar Tagen raus, das heißt, das wird eine geile Show. Wenn ihr neue Songs von Freedom Call hören wollt, unbedingt vorbeikommen. Und die anderen Bands haben natürlich auch ihre Alben am Start und auch neue Alben dabei. Aber Freedom Call ist halt der Headliner, da reden wir drüber. Ja. Dann am Samstag, dem 1.6., macht natürlich den Opener Musikchor Hohenwuttberg. Wie kann es anders sein? Die spielen immer da. Und den Anfang an dem Tag, metallisch gesehen, macht die Band Hellgraf, die den Band Contest gewonnen hat, der leider ausgefallen ist aufgrund von Stromproblemen. Also gab es da ein Auslosen aller Bands. Waren alle Bands mit einverstanden? Hellgraf hat gewonnen. Sehr geil. Death Metal. Müsst ihr euch unbedingt mal anhören, machen den Anfang. Danach spielen Graydon Fields, Blood Tucker, Motor Owl, Galactic Superlords, Silencer. Für mich der Ausreißer kommt jetzt, der irgendwie gar nicht da so reinpasst, aber irgendwie doch, ist Thomas Godoy, ehemaliger DSDS-Teilnehmer, Superteilnehmer, ich weiß es gar nicht. Und den Abschluss machen Lacrimas Profundere, auf die ich mich natürlich auch richtig freue. Wird es auch wieder düster abends. Gothic, Dark, Metal, in dem Bereich würde ich sie einordnen. Kann auch sein, dass ich da komplett falsch bin. Auf jeden Fall, das wird ein sehr durchwachsenes musikalisches Festival, was aber auch gut ist. Das heißt, es kommen viele Leute und man lernt auch viele neue Musik kennen. Ich habe, wie gesagt, die Playlist dazu erstellt, findet ihr unten in der Infobox. Das ist ein Mix aus Power Metal, Hard Rock. Ich würde jetzt sagen, Thomas Godoy, wie ordne ich den ein? Rock, Pop, Balladensänger. Ich kenne von dem bloß die Balladen, deswegen weiß ich es nicht. Black Metal ist dabei, Death Metal ist dabei. Für jeden was dabei, umsonst draußen in Duisburg an der Innemühle, also an der Mühle e.V., Innemühle e.V. heißt das Ganze. Wenn ihr hin wollt, mit den Öffentlichen, mit den Öffis kommt, fahrt bis Rheinhausen, steigt da aus, von da aus ist es ein Fußweg, 5 bis 10 Minuten, schätze ich mal. Und dann seid ihr auch schon da, ihr müsst auf den Bahnhof raus und dann folgt einfach der Menschenmasse. Ich glaube, es ist auch ausgeschildert. Ich war schon ein paar Mal da und es ist eigentlich super leicht zu finden. Und auch vom Bahnhof aus einfach raus der Menschenmasse folgen, beziehungsweise der Musik folgen, je nachdem wann ihr kommt. Und dann passt das schon, dann seid ihr da. Das ist eigentlich super zu erreichen. Das Ganze ist für den guten Zweck, beziehungsweise gegen den schlechten Zweck. Es ist ja gegen Rassismus. Und ist ein Festival umsonst und draußen. Kommt vorbei, feiert mit mir, ich bin da, die ganzen Bands sind da, feiert mit den Veranstaltern, es sind jede Menge Leute da und es ist wirklich großartig. Ich hoffe, ich sehe euch da zahlreich. Hört in die Playlist rein, unten in der Infobox, und schaut euch noch gerne andere Videos von mir an oder von anderen Leuten, und ich hoffe auf gutes Wetter da und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.